3:2 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Wie fühlt es sich an? Ja, überragend. Gerade wenn man in der letzten Minute dann das Siegtor erzielt, gibt es eigentlich nichts Schöneres im Fußball. It was such crazy atmosphere after the goal. And I can tell, like, the whole team, the whole city had been waiting for this moment where we finally get the final touch and the win at home. It was nice. Das kommt nicht so oft im Fußball und man hat gesehen, dass wir alles gegeben haben bis zur letzten Minute und deswegen freut man sich natürlich nach dem Spiel, dass wir so einen Sieg geführt haben in der letzten Sekunde. Ich habe den Ball noch über die Linie gedrückt, war nicht mehr allzu schwer. Matthias verlängert den überragend und ja, ich war danach leicht irritiert, deswegen ist der Jubel auch nicht so gut ausgefallen, da muss ich eh noch arbeiten, aber das war irgendwie gefühlt ein bisschen ruhig, weil ich dachte, vielleicht ist es abseits und ja, deswegen war ich ein bisschen verhalten, aber jetzt im Nachhinein überwiegt die Freude natürlich. Ich glaube, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, zum Schluss war es dann schon eher zäh, aber ja, dass das Tor dann so fällt, das haben wir uns einfach erarbeitet und darum sind die Emotionen dann auf jeden Fall mit uns gegangen und ich glaube, es hat sich jeder gefreut, alle Fans, alle Spieler, alle, die was dazu uns gehören und das war dann schon cool. We take points from this game, I think. We were the stronger team the whole game. Of course, there is periods of the time in the game where we do some mistakes, but at the end we show great character and we have very good energy and we create still the last 15 minutes. And today we had the luck to score, so it was nice. Aber gerade diese Basics, ja, als Mannschaft aufzutreten, die Mentalität zu zeigen, in die Zweikämpfe zu gehen und die Fehler des anderen auszubügeln, das müssen wir wie heute ja, jedes Spiel zeigen und dann kann man auch Spiele erzwingen, auch wenn es fußballisch noch nicht alles perfekt ist. Es macht schon viel aus, wenn man gewinnt. Man fühlt sich auch besser, auch unter die Woche. Aber man weiß, Fußball geht auch schnell. Wenn man dann verliert oder unentschieden spielt, dann geht das auch direkt schnell. Deswegen müssen wir dranbleiben und immer wieder Gas geben.